Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Schaut mal, was für einen Hintergrund ich heute hier habe. Das ist so ein bisschen so wie Zellen, finde ich. Denn ich möchte gerne ja, über das Zellbewusstsein mit euch sprechen und auch ein Channeling dafür bringen. Und wenn du dich für Botschaften der geistigen Welt interessierst, für das höhere Bewusstsein offen bist, dann kannst du auch gleich meinen Kanal abonnieren, denn dann wirst du immer die ganz neuen Botschaften erhalten. Mit Aktivierung der Glocke wird dich YouTube sofort informieren, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben, und somit verpasst du nie mehr etwas Wichtiges. Ja, also die Zellen. Ah, ich muss erst mal was trinken. Also es geht heute um die Zellen, um das Zellbewusstsein, speziell um die Ausrichtung in euch nochmal zu verstärken, weil das Zellbewusstsein ist ja auch verantwortlich für unsere Gesundheit. Und wenn wir mit dem Zellbewusstsein gut zusammenarbeiten oder eben das auch mit der Kraft unserer Gedanken richtig nutzen, kommen wir besser durch schwierige Situationen hindurch, zum Beispiel auch das Impfen oder die Medikamente. Wenn jemand viele Medikamente nehmen muss, dann ist es immer gut, mit dem Zellbewusstsein ein bisschen zu kommunizieren und dies auch bewusst zu tun, denn das Bewusste ist schön, weil man das dann steuern kann. Meistens tun wir ja das mit dem Unterbewusstsein, und das ist jetzt dann oft so, dass es dann Dinge sind, die wir gar nicht so wollen, die da geschehen. Also das Zellbewusstsein ist eine lebendige Energie in unserem Körper, in jeder einzelnen kleinen Zelle. Da haben wir ja ganz viele davon, ist ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein arbeitet mit unserem Körper zusammen, also es steuert es sozusagen. Und ist auch verantwortlich, wie jetzt Medikamente oder Impfstoffe in uns aufgenommen werden. Und wenn man jetzt, also ich werde euch nachher im Channeling da Hilfestellung geben, und praktisch die geistige Welt wird eine Anleitung geben, wie wir unser Zellbewusstsein aktivieren und steuern können. Denn das ist ja, sag ich mal, ein Tool, ein Werkzeug, was wir alle zur Verfügung haben und wir in jedem Fall nutzen sollten, beziehungsweise was wir ja sowieso schon nutzen, aber meist unbewusst. Und da geht es einfach auch wieder um die Kraft der Gedanken. Die Gedanken, die du hast, diese Energie ziehst du an. Und wenn du jetzt zum Beispiel Medikamente einnimmst und dann dir denkst, ui, die sind ja, haben ja so viele Schadstoffe, die schaden mir, dann ziehst du diese Energie an. Und von daher kann man das natürlich steuern, indem man dann ganz bewusst positiv mit seinen Zellen spricht und dadurch eben positive Energien anzieht und für sich so selbst eine Reinigung dann erfährt und auch hat und ja, sich wohlfühlt und dann vielleicht auch weniger Nebenwirkungen auftreten. Und das ist doch ein Geschenk, beziehungsweise etwas, was wir immer zur Verfügung haben und auch nutzen sollten. Ja, und dann denke ich, die geistige Welt, die drängelt schon. Ja, ich soll dann auch mal anfangen mit der Botschaft, um diese wundervollen Energien euch zu überbringen. Jetzt muss ich aber noch mal was trinken. Ich merke gerade meine Stimme. Die wird so ein bisschen sehr beansprucht von der geistigen Welt. Das ist oft so, wenn ich channele. Da brauche ich erst noch mal eine kleine Klarheit. Also von daher, ich würde gerade sagen, Prost. Es ist kaltes Wasser. Ich trinke einfach kaltes Wasser, weil manchmal auch heiß ist. Aber das hier ist jetzt schon kalt geworden, weil ich vorhin so lange rumgefummelt habe mit dem Mikrofon, dass das irgendwie passt. So toll sieht es nicht aus, aber es ist halt jetzt so, wie es ist. Es kommt jetzt nicht so sehr darauf an, sondern es kommt eigentlich wirklich auf die Botschaft drauf an und auf das, was wir an Energien gleich erhalten werden. Ja, dann macht euch mal bereit,
Die Energien strömen schon ein und es sind die Engel der Liebe, die sich gerade melden und mit denen wir auch jetzt diese Botschaft begleitet bekommen. Und ich werde einfach das channeln, was kommt. Ihr wisst ja schon, ich weiß das auch nie so genau vorher und bin selber sehr gespannt. Ich werde die 999 mal nehmen. Die 999 und die violette Flamme. Die nimmt dann das weg, was noch an negativen Energien da wäre. Sie transformiert alles. Ah, ich spüre es und die Energie geht jetzt auch zu euch rüber. Die Transformierung, die kommt jetzt schon bei euch an. Und so werde ich mich jetzt verbinden. Ich verbinde mich mit der allerhöchsten Energie der Liebe. Und ich bitte auch um Schutz für meinen Kanal, für dich, der du jetzt gerade zuhörst. Und so kommt die Energie des Schutzes und hüllt uns gemeinsam ein. Ich bitte um die allerhöchsten Botschaften aus dem göttlichen Bewusstsein. Und ich bitte, dass sie für uns alle zum allerhöchsten Wohle wirken werden und die Menschen erreichen, für die es wichtig ist. Ich rufe die Engel der Liebe. Die Engel der Liebe folgen diesem Ruf und sie bringen ihre Energie in deinen Raum. Es sind die Engel der Liebe, welche dich heute begleiten, welche dir das Licht der Liebe überreichen. Und so fließt Smarana durch deinen Raum, hüllt dich ein und trägt dich. Es ist immer die Energie der Liebe, welche dich umgibt, wenn Smarana gechannelt wird. Und so ziehen sie ein die Energien aus Atlantis, die Energien der alten Götter. Denn in Atlantis war damals eine hohe Energie für das Bewusstsein des Körpers und der Verjüngung und ebenso ein hohes Bewusstsein für die Kommunikation mit den Zellen. Und so laden dich die Energien ein, dich in das Zeitalter von Atlantis zu begeben. Dies geschieht mit einem innerlichen Ja, was du jetzt aussprichst. Und wenn du dazu bereit bist, wird dich deine Seele tragen, hinaustragen durch die Wellen der Zeit und hineintragen in die Energie von Atlantis, um dort dein Zellbewusstsein zu stärken, dein Zellbewusstsein neu auszurichten. Und so befindest du dich nun in Begleitung der Engel der Liebe in Atlantis. Und zwar bist du direkt in der großen Pyramide, unter welcher die Räume der energetischen Verjüngung sich befinden. Die Türen öffnen sich und du darfst dich
auf die Liege legen, welche extra für dich vorbereitet wurde. Und so nehme Platz, strecke dich aus und entspanne. Die Engel der Liebe beginnen zu singen. Sie singen deinen Namen und öffnen dein Herz. Lasse du selbst zu, dass all dies geschieht, was für dich wichtig ist. Und nehme die Heilung an. Die Engel der Liebe, sie singen für dich und öffnen dein Zellbewusstsein. Als erstes erfolgt eine Reinigung. Dein Zellbewusstsein wird gereinigt und von allen hinderlichen Energien befreit, welche sich mit der Zeit dort angesammelt haben. Alles, was dich blockiert, klar zu sein, dich gesund zu erhalten, alles, was dies blockiert, wird nun transformiert und in Licht und Liebe umgewandelt. Lass es zu, es geschieht mit den Tönen der Liebe und es geschieht extra für dich, voller Achtsamkeit. Und vielleicht spürst du, wie die Energie in Wellen nun zu dir kommt. Und wie sie dich ausgleicht, wie diese Wellen mit deinem Zellbewusstsein in Kontakt treten und du nun dein Zellbewusstsein neu programmieren kannst. Du kannst dies mit deinen eigenen Gedanken tun. Zum Beispiel sage ich dir einige Sätze vor, welche du dann so für dich nehmen kannst, wie du es für richtig empfindest. Jedes Medikament, welches ich nehme, wirkt zu meinem allerhöchsten Wohle. Alle Schadstoffe werden entfernt. Mein Zellbewusstsein steuert die Energien so, dass es für mich zum allerhöchsten Bewusstsein geschieht. Jede Impfung wirkt für mich zum allerhöchsten Wohle. Mein Zellbewusstsein entfernt all das, was mir schaden könnte. Und so fließt die allerbeste, allerhöchste, positivste Wirkung zu mir. Mein liebes Zellbewusstsein, ich danke dir dafür, dass ich heute mit dir sprechen darf. Mein liebes Zellbewusstsein, ich bemühe mich sehr, dir positive Energien und Gedanken zu überbringen. Ich weiß, dass ihr die lieben Zellen für mich da seid und jetzt in diesem Moment ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich euch danken möchte, danken für alles, was ihr bisher für mich getan habt. Und so danke ich euch sehr, dass ihr alle schädlichen und hinderlichen Energien aus den Medikamenten, aus den kosmetischen Produkten, aus allen Impfstoffen oder aus allen anderen Produkten, mit denen mein Körper in Berührung kommt, entfernt. Ich danke euch mit meiner ganzen Kraft, mit meiner Demut und Achtsamkeit voller Liebe dafür, dass ich heute mit euch sprechen darf. Und so begrüße ich jede Heilung, die durch euch geschieht, jede Stärkung, die durch euch ermöglicht wird.
Nehme jetzt noch ein wenig die heilende Energie wahr. Sie trägt dich, sie dehnt dich aus. Währenddessen ich bitte, dass die Energien in dir verankert werden, dass die Worte, welche du gesprochen hast, in dir sich verankern. Und jetzt gebe ich dir auch ein wenig Zeit, noch deine eigenen Sätze zu sprechen. Die Engel der Liebe halten die Energie. Sie ist fühlbar, fühlbar in meinen Händen und so wird sie ebenfalls bei dir sein. Spreche deine eigenen Sätze zu deinem allerhöchsten Wohle. So nehme ich jetzt die Energie deiner Worte, hülle sie in Liebe ein und lasse sie von den Engeln der Liebe in deinem Körper verankern. Alles geschieht so, wie es richtig und gut für dich ist und zum allerhöchsten Wohle von uns allen. Und so trägt dich deine Seele achtsam und behutsam wieder in deine Räume zurück. Du kannst langsam wieder hierher zurückkommen, deine Hände und Arme bewegen und deine Augen öffnen und mich anschauen. Die Energie ist noch fühlbar, sie ist noch nicht weg. Sie begleitet uns noch ein wenig. Und ja, ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich fühle mich so toll. Die Engel der Liebe haben eine wundervolle Arbeit geleistet und das Wichtigste ist einfach, dass du immer an das Gute denkst, dass du an jedem Medikament, an jedem Produkt, was du für deinen Körper nimmst, das können ja auch Hautcreme sein oder was auch immer, Haarspray, Shampoo, ja, alles, was du mit deinem Körper in Beziehung bringst, also auch Kleidung eigentlich, wenn du so willst, kann so mit deinem Gedankengut, mit dem Zellbewusstsein in eine positive Energie gebracht werden. Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr großes Hilfsmittel, gerade jetzt in dieser Zeit, wo alles ja zu einem Neubeginn unterwegs ist. Und dann haben wir jetzt über diese gechannelte Meditation über die Energien von Atlantis was in der Hand, um einfach uns immer wieder anzupassen auf das Neue und auf das Gute. Ja, und da wünsche ich euch ganz viel Freude damit. Abonniert meinen Kanal, damit ihr in Zukunft immer wieder die neuesten Botschaften bekommt und up to date seid und niemals mehr was verpasst. Ja, und dann sage ich bis bald. Tschüss. Ein Küsschen noch, das habe ich fast vergessen. Ein Küsschen. Also, bis dann.